Herzlich willkommen bei Fett spielen. Ich bin Miri und spiele heute für euch das Browser-Game Space Pioneers 2. Dieses Game habe ich auf Fett spielen gefunden und wenn ihr das auch mal spielen möchtet, müsst ihr einfach hier unten auf den Button drücken und dann gelangt ihr direkt zum Game. So, ich habe mich bereits registriert, habe mir den Namen General Fett Miri gegeben und jetzt werde ich mal das Spiel erkunden und schauen, was mich so erwartet. Hier oben habe ich 30.000 Metall, 15.000 Kristall und 5.000 Tritium als Einstiegs. Nanobots 2400, genau, als Einstieg so bekommen. Und jetzt gehe ich mal hier auf Gebäude. Da kann ich ja Metallmine, was ist das? Fördert große Mengen Metall mit wenig Energiekosten. Okay, die kann ich jetzt bauen. Dann baue ich die mal, die Metallmine. Das geht relativ schnell, das dauert ein paar Sekunden. Und jetzt, achso, die Kristallmine kann ich nicht gleich bauen. So, ich gehe jetzt mal hier zur Übersicht, Ökonomie. Konstruktion, Metallmine, genau. Was ist das? 22 Uhr 28? Was? Nee. Ach, das ist wahrscheinlich da, wo jetzt die Metallmine gebaut wird, genau. Und hier sieht man noch die Temperatur und Home. Das weiß ich jetzt nicht so genau, was das zu bedeuten hat. Hier links sieht man übrigens immer, was ich gemacht habe. 11.14 Uhr habe ich den Hauptraum betreten. Und dann gehe ich jetzt mal hier auf Gebäude. Genau, da war ich eben. Bei Forschung, was kann ich da noch? Sie benötigen ein Forschungslabor. Und bei Wirtschaft... Planetare Produktion, Effizienz liegt bei 0%. Okay, achso, das ist die Metallmine, genau, die muss noch ausgebaut werden. Dann gehe ich jetzt nochmal zu Gebäude und drücke mal auf die Metallmine. Die ist, fördert große Mengen Metall, jetzt gebaut worden. Genau, die Metallmine, oder? Wo ist die? Ja, dann baue ich jetzt mal eine Kristallmine noch. Bauen. Solaranlage, kann ich auch gleich bauen? Nein, genau. Jetzt muss ich warten, bis die Kristallmine fertig gebaut ist und dann kann ich das nächste bauen. So, denn bei Schiffe, was kann man denn hier noch alles machen? Sie benötigen ein Raumschiffwerft. Okay, ich muss also erstmal die Grundlagen schaffen. Verteidigung im Bau, Recycling. Error, Recycling alleine benötigt, okay. Dienst, Recycler. Ja, da brauche ich auch Recycling. Sie benötigen einen Handelsposten. Okay, also das heißt, mir fehlen jetzt erstmal diese ganzen grundlegenden Dinge. Keine Schiffe, was ist das hier? Verfügbare Einheiten. Einheitlich, okay, keine. Hier ist mein Logbuch. Da kann ich was eintragen, wenn ich das möchte. Oder, nee, das wird hier automatisch eingetragen, genau. Energie habe ich inzwischen schon minus 22, weil ich jetzt die zwei Dinger gebaut habe. Was gibt es hier noch bei System? Keine Sichtungen zurzeit. Was ist das? Ist das hier? Ach, das sind unterschiedliche Planeten, wenn ich das richtig sehe, genau. Und dann gehe ich jetzt nochmal hier auf Ökonomie, Gebäude. Genau, jetzt ist hier die Kristallmine auch fertig. Jetzt gehe ich mal hier auf diesen Tritium-Synthesizer oder Synthetisierer, genau. Nee, Synthesizer heißt der, genau. Den baue ich dann auch. Und jetzt mal schauen, was der Handel so zu bieten hat. Da gibt es noch Ressourcen. Da kann ich jetzt Tritium oder Tritium suchen, oder? Kaufanfrage über... Nee. Das ist jetzt nicht so wichtig. Da kann man auf jeden Fall Kaufanträge, Anfragen machen. Beim Handel, Recycler. Oh, was ist das? Trümmerfeldgröße, Metall, Kristall, Ankunft, Zielkoordinaten. Hier kriege ich Zielkoordinaten. Mach mal 100. Nee. 100. 50 und 3. Metall, 2, 2. Suchen. Hm, okay, das war wohl nichts. Bei Terraforming, ah, da sehe ich, genau, das ist jetzt, glaube ich, von meinem aktuellen Gebiet im Weltraum, also auf meinem Planeten. Position ist 22.89.02, Temperatur 11 bis minus 29 Grad, Größe 3.584 Kilometer. Und Planetname Home, ganz ausgefallen. Aktuelle Größe 196 Felder, erzielbare Größe 225. Hier kann ich weitere Felder, glaube ich, hinzufügen, genau. Und ja, jetzt gehe ich mal hier auf Anmieten. Was kann ich da? Ressourcen für Mikros und so. Okay, da brauche ich mehr Ressourcen dafür. Dann schaue ich doch mal hier bei sonstig, nee, bei Spieler. Da gibt es nämlich noch Ranglisten. Uiuiui. Okay, da oben bin ich, glaube ich, jetzt noch nicht. Genau, das kann man hier oben
sieht man immer Spielername, Allianz, Gesamt, Konstruktion, Forschung, Flotte und so weiter. Hier gibt es natürlich noch viel mehr Seiten, wo man das erkunden kann. Dann bei Nachrichten habe ich schon irgendwas, keine Nachricht erhalten, leider. Jetzt gehe ich aber mal zurück. In der Zwischenzeit müsste eigentlich mein Tritium-Synthesizer fertig sein. Jetzt baue ich mal noch eine Solaranlage, damit ich auch ein bisschen Strom auf meinem Planeten bekomme. Und guck jetzt mal, hier gibt es noch Kopfgeld, okay. Also hier Top 10 Kopfgelder. Wahrscheinlich ist das dann die am erfolgreichsten sind. Auf die ist dann das meiste Kopfgeld. Ah nee, hier kann man einen Auftrag erteilen. Genau, man kann Spieler auf Spieler Kopfgeld ersetzen, wenn man die tötet oder wie. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht wisst ihr das ja, ich weiß es nicht. Kenne mich hier noch nicht so gut aus. Ich gehe jetzt mal auf Gebäude. Ah, hier oben links sieht man übrigens auch immer, wie lange das noch dauert, bis das Gebäude fertig gebaut ist. So, jetzt müsste das, genau, jetzt ist das fertig. Und dann baue ich mal auch hier so ein Produktionslager. Das ist nämlich auch schon grün, das kann ich auch bauen. Die anderen sind noch alle grau, das heißt, die kann ich noch nicht bauen. Hier gibt es auch eine Androidenfabrik, Androidfabrik. Ja, jetzt baut das nächste, das dauert schon wieder ein bisschen länger. Die davor haben nur eine halbe Minute gedauert, das dauert jetzt knapp 2 Minuten, also 2,5 insgesamt. Das kann ich hier oben noch machen, wenn ich da drauf drücke. Ah, das befinde ich mich auf meinem Planeten. Und hier unten sieht man auch immer, was fertiggestellt wurde, so eine kleine Übersicht, genau. Finde ich auch sehr schön gemacht. Und dann, genau, hier sieht man meine planetare Produktion. So, Metallminen Stufe 1, alles Stufe 1. Jetzt gucke ich aber mal, ob ich das vielleicht schon auf Stufe 2 machen kann oder ob das nicht... Ah, nee. Da muss ich warten, bis das andere fertig ist. Sonst, genau, ich kann das nur abreißen. Aber die produzieren ja schon in der Zeit, wo ich hier mich rumklicke. Und wahrscheinlich auch, wenn... Also das geht wahrscheinlich auch weiter, wenn ich offline bin, nehme ich mal an. Dass ich dann trotzdem noch Dinge dafür erhalte. So, Forschung, Wirtschaft... Und hier, die hat, Effizienz liegt bei 100%. Das ist doch mal super, kriege ich mehr Energie. Genau, die Energie ist auch nicht mehr im Minusbereich, sondern jetzt im Plusbereich. Und das hier ist auch schon alles ein bisschen zurückgegangen, weil ich jetzt schon ein paar Sachen gebaut habe. Und jetzt gucke ich dann nochmal. Adressbuch, habe ich noch keine Adressen. Was gibt es hier noch? Allianzmenü, also hier kann ich auch eine Allianz gründen. Hier können, vielleicht gründe ich jetzt einfach mal einen Allianztag. Oder Tech, ach, Allianz Tech. Ist fett spielen. Die werde ich jetzt mal gründen, die Allianz. Ah, das geht gar nicht. Dann nenne ich sie nur Fett Miri. Allianz Name, Fett Miri. Beides gleich, damit ihr mich auch super findet. Und jetzt gründe ich die mal. Oh, jetzt, das ging aber schnell. Gut. General Fett Miri, genau. Und jetzt gebe ich hier noch eine Allianzkasse, gibt es hier noch. Erstattungen, Spenden kann ich auch annehmen. Allianz Board, hier kann ich die Nachrichten schreiben und Bewerbung. Kann ich Bewerbungen annehmen, wenn ihr euch bewerbt? Natürlich werde ich das machen, so viele Leute wie bei mir reinpassen. Genau, ich stimme für folgende Spieler als Allianz Oberhaupt. General Fett Miri, natürlich, das wäre sinnvoll für mich. Allianz suchen, Diplomatie, Spionagen kann man hier auch anzetteln. So, jetzt sehe ich gerade, ist gleich mein, was habe ich gebaut? Meine Produktionsanlage ist gleich fertig. In jetzt, genau. Gut, dann werde ich jetzt nochmal was ausbauen. Und zwar, was brauche ich denn hier? Diesen Tritium-Synthesizer. Den werde ich jetzt ausbauen. Genau. Gut. Und dann kann es jetzt in der Zeit laufen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieses Let's Play gefallen hat von Space Pioneers 2. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommt, dieses coole Game zu spielen, dann müsst ihr einfach hier unten auf den Button drücken und dann gelangt ihr direkt zum Spiel. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Eure Miri. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.